In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit der Kommunikation mit dem Computer, über Programmiersprachen und wir schreiben unsere eigenen Programme. Zunächst wollen wir aber auf die Frage, warum überhaupt Programmieren zurückkommen. Informatik ist heute überall vertreten. Egal, ob Sie am Bahnhof stehen und auf die Tafel schauen, wann der nächste Zug kommt, Ihr Mobiltelefon verwenden oder eine Reise buchen. Kurzum, wir kommen heute ohne Informatik eigentlich überhaupt nicht mehr aus. Durch das Programmieren bekommen Sie einen Einblick, was in Ihren Geräten wirklich vor sich geht. Und Sie werden sehen, welche Vorteile wir durch die Möglichkeit der Programmierung, besonders im Alltag, erleben, welche Konsequenz, aber auch welche möglichen Gefahren sie mit sich birgt. Mit ein wenig Programmiererfahrung können Sie außerdem auch manche einfachen alltäglichen Probleme mit selbstgeschriebenen Programmen lösen. Aber nicht nur das. Wer sich dann tiefergehend in der Informatik und mit der Programmierung beschäftigt, kann auch für komplexe Probleme Programme schreiben und den Mitmenschen helfen, diese Probleme leichter zu lösen. Damit wir programmieren können, liegt die erste Hürde darin, eine Programmiersprache auszusuchen. Und es gibt viele verschiedene Programmiersprachen mit ihren Vor- und Nachteilen. Und die Vielfalt erklärt sich darin, dass jede Programmiersprache andere Ziele verfolgt und deswegen auch jeweils unterschiedliche Abstraktionsebenen ansprechen. In diesem Kurs wird die Programmiersprache Processing verwendet. Processing basiert auf der bekannten Programmiersprache Java und ist aufgrund der hohen Abstraktion auch einfach zu erlernen. Die Sprache wurde vom MIT mit dem Hintergrund entwickelt, mit wenig Code schnell grafische Ergebnisse mit Interaktionen und Animationen zu erzeugen. Ab dem nächsten Kapitel werden Sie Schritt für Schritt anhand vielfältiger visueller Beispiele das Programmieren mit eben dieser Programmiersprache erlernen. Außerdem werden Sie bereits erste Teile des bekannten Computerspielklassikers Pac-Man programmieren. Sie werden den Pac-Man selbst und einen Geist zeichnen und diese dann auch mit Animationen zum Leben erwecken. Pac-Man und das Beispiel von Max werden Sie inhaltlich durch die einzelnen Kapitel dieses Kurses begleiten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und auch vor allem viel Freude beim Programmieren.